Christian fragen. Hey Bijan, ich lerne das ein oder andere Mal echt attraktive Frauen kennen. Wenn diese sich dann wegen fehlender Bildung rassistisch zur aktuellen Flüchtlingssituation äußern, verlieren sie schlagartig ihre Attraktivität. Wie gehe ich möglichst cool damit um, damit doch was läuft? Lieber Christian, zuerst mal, wo treibst du dich denn rum? Gehst du etwa in Nipsterläden, dass du solche Mädels kennenlernst? Aber deine Entscheidung hast du doch eigentlich schon getroffen, wenn du ehrlich bist. Augen zu und durch, Verdrängung statt Aufklärung, in the name of love. Das kann ich dir aber nicht verübeln, das war auch schon in der Geschichte öfter die Strategie erfolgreicher Männer. Bill Clinton zum Beispiel, Prinz Charles oder Bum Bum Boris Becker. Und verbotene Früchte schmecken schon immer am besten. Wenn die braune Seite der Macht dir so reizvoll erscheint und du mit den Hairstyles klarkommst, mach dich ran, Bro. Jeden das Seine.